Moin meine Freunde, heute gab es ein neues Boombeat Frontlines Update und zwar gibt es 19 neue Länder, in denen Boombeat Frontlines verfügbar ist. Leider ist Deutschland nicht dabei, dennoch gibt es einige coole Sachen. Es gibt eine neue Karte, es gibt jetzt wohl Gebäude, die man upgraden kann, man kann im Clan wohl spenden und noch ein paar andere Sachen. Wir gucken uns das Ganze an. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, wir gehen rein, viel Spaß. So Freunde, wir sind drinne. Ja, und so sieht es aus, Digga. Anscheinend kann man jetzt jedes einzelne Gebäude im Hauptquartier upgraden. Das meinten die mit Gebäude-Upgrades. Ich dachte tatsächlich, dass die meinen, dass man in-game upgraden kann. Aber die meinen im Hauptquartier. Ja, klingt auch cool. Gucken wir uns mal an, was das so kostet, das zu upgraden. Ah, fürs Upgrade braucht man diesen neuen Rohstoff. Wie heißt der Kram? Elderwood. Holz quasi. Ja, ich habe eine Menge davon. Machen wir, Digga. Moment. Bevor wir es jetzt einfach machen, sollten wir uns überlegen, was ist smart zu upgraden und was nicht. Was haben wir für Vorteile und was nicht. Also, und was für Nachteile, sag ich mal. Was bringt uns was? So, Artefakte. Ach so, da können wir uns Wildcards herstellen. Ey, ich war so lange nicht mehr drin. Ich muss mich jetzt selber erstmal ein bisschen zurechtfinden, Digga. Hier gibt es super viele Inseln. Warte mal. Ah, wenn wir die erforschen, kriegen wir Elderwood. Ich denke, dass 128 sogar eine Menge ist, muss ich sagen. Shop kann man upgraden. Ah, okay, wenn ich den upgrade, mache ich jetzt mal. So, dann müsste ich jetzt... Dann habe ich eine Karte im Shop, die ich mir kaufen kann. Okay, ja, das ist ja schon mal cool. Das würde uns ein bisschen was bringen. Okay. Das ist, glaube ich, mit Abstand das Wichtigste. Da geht es darum, was für ein Kartenlevel man freischaltet. Digga, das ist safe das Wichtigste. Da gehen wir direkt rein. Das machen wir so hoch, wie wir können. So, das haben wir schon mal maxed, das Gebäude. Das ist super, super wichtig. Ändern die sich vom Aussehen, die Gebäude, wenn ich die upgrade? Nee, das tun die leider nicht. So, was bringt das Upgrade hier? Rewards, das ist natürlich auch wichtig. Hier geht es darum, welche Belohnung du bekommst. Ja gut, je höher, desto krasser sind die Belohnungen. Und Belohnungen mögen wir alle gerne. Wie hoch geht das denn? Okay, wir warten erst für den Fall, dass noch irgendwas wichtig ist. Mission? Ja komm, dann machen wir hier noch ein paar Level rein. Machen wir hier noch ein paar Level rein, Freunde. Alles klar, 7 Holz haben wir noch. Das stecken wir dann noch hier rein. In den Shop. Shop ist immer gut. So, 2 Holz noch. Ja, hier rein. Holz gut investiert, würde ich sagen. Die hier fehlt uns noch. Die schalten wir auf Level 46 frei. Da sind wir noch nicht hingekommen. Wir sind bei Level 43. Da müssen wir noch hinkommen. Okay, das ist auf jeden Fall ein Anreiz, das Game jetzt wieder ein bisschen öfter zu spielen. Wobei ich das auch bei jedem Update sage. Kommando, der ist neu, Digga. Den müssen wir testen. Oh, und die anderen neuen Sachen gibt's alle erst in höheren Leveln. Das heißt, wir müssen uns langsam wirklich hochspielen. Wäre super wack, wenn das Game in Deutschland rauskommt und wir nicht Max-Level wären. Das wäre wirklich wack. Das ist aber interessant hier noch. Ich kann eigentlich nur 40 Common, 7 Rare und 3 Epic-Karten lagern. Und ich habe einfach mehr davon. Ancient Coin. Bricht man das so aus? Safe nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich damit was verbessern. Damit kann ich zwar was verbessern. Das ersetzt dir nur dein Gold quasi. Die Fragmente, also die Karten brauchst du trotzdem. Da macht das ja nur Sinn, wenn du damit etwas von 11 auf 12 verbessert. Ist 12 das Maximum? Wir upgraden jetzt gerade mal irgendwas. Ja, mir fehlt ein bisschen Gold. Dann könnte ich was upgraden und dann würde ich sehen. Komm, wir machen jetzt mal den Pay in den Hasen. Damit wir das testen und kaufen uns kurz den Boom Pass. Dann haben wir zumindest auch einen Grund, warum wir zocken sollen. Moment mal. Nee, die Season geht nur noch 4 Tage. Das macht ja gar keinen Sinn. In 4 Tagen fängt die neue Season an. Ja, nee, das macht keinen Sinn, den Pass jetzt zu holen. Dann spielen wir uns jetzt hoch, bis wir die 100.000 Gold haben und testen das dann. Und dann geben wir hier unsere Wildcards aus und unseren Coin. Weil ich echt wissen will, ob das Maximum an Leveln ist. Ich habe hier keinen höher als 11. Jetzt kann ich denen hier was spenden. Dafür krieg ich Gold. Und ich weiß, dass es nicht Gold heißt, es sind Coins.
So, wir testen jetzt mal den Kommando aus. Den habe ich noch nie gespielt, Freunde. Noch nie. Ich habe den nur auf 5. Das ist sehr, sehr schlecht. Oh, was macht der? Was macht der? Maschinengewehr? Nee. Einzelschuss. Einzelschuss, okay. Den habe ich noch nie gezockt. Hey, Moment mal, was? Er kann beides? Er kann beides? Hat er jetzt Einzelschuss gemacht oder Maschinengewehr quasi? Ah, Digga, er verfolgt mich! Hallo! Hallo! Ey, Kollege! So, rein da mit der Bombe. Einfach rein. Auf Sneaky. Zack, explodiert das Ding. Jetzt rein in den Lachs. Oh, warum geht der denn nur auf mich? Hat er keine anderen Freunde? Bruder! Komm, mach den Weitfang kaputt. Der geht nur auf mich. Der geht schon wieder auf mich, der Sausack. Der hat mich gleich dreimal hintereinander getötet. Weg mit ihm. Beiseite mit dir. Suka hat aber auch mal schneller geschossen. Oh, das ist ein Sniper, der auf mich geht. Wir müssen uns B sneaken. Auf den Typen hier. Ja, sehr gut. Direkt hier drauf. Gib die Kokosnüsse. Ah, sehr schön. Schön, heal mich. Heal mich. Mit einer 5er Sub-Bomb zum Sieg, meine Freunde. Vielen Dank, Mike. Vielen, vielen Dank, Digga. Kuss, Kuss, Kuss. Du hast es auch ins YouTube-Video geschafft. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. GG, Freunde. GG. Sehr geil. Und plus 3. Und 250 XP. Damit müssten wir jetzt gleich auch Level Up schon sein. Oh. Ich habe es gecallt. Digga, Level 44, Freunde. Wir können unsere magische Münze jetzt benutzen. Übrigens, viel geiler, es magische Münze zu nennen, als Ancient Coin. Guter Call von Marco. Und zwar ist Level 12 Max Level. Er hat die Ahnung, ich nicht so. Und er ist jetzt im Chat. Perfekt. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was davon wir brauchen überhaupt auf Level 11. Ich bin nämlich der Sparfuchs. Ah. Schön. Das ist meine erste Maxed-Karte. Aber eins verstehe ich nicht. Wenn die jetzt Maxed ist, wofür kann ich denn nochmal 5000 Karten sammeln? Ja, okay, falls mal irgendwann Level 13 kommt. Ja gut, das ist natürlich ein Call. Jetzt macht es aber auch Sinn, meine anderen Karten rauszuhauen. Weil ich glaube, dass ich dann keine mehr sammeln kann. Ich meine, ich habe ja jetzt hier schon 200 von 40. Und ich glaube, ich kann jetzt keine dazu bekommen. Drauf da. Drauf. Hiervon haben wir auch 31. Feuerbomber kann ich dann hochmachen. Dann kann ich Feuerbomber gleich upgraden. Hab immer noch 10 über. Sehr schön. Ich glaube, die mache ich auf meinem Jetpacker. Ich fand den Jetpacker immer so geil. Aber seitdem die Änderung war, dass man mit dem Premium Pass die Karten nicht mehr auf Max Level hat, beziehungsweise auf Hauptquartier Level, kann ich den Jetpacker nicht mehr usen, weil der bei mir ass ist, Alter. Deswegen mache ich den jetzt hoch. Ich will den irgendwann wieder spielen können. Firebomber hoch. Sniper hoch. Das Ding hoch. Den Mülleimer. Und den APC noch. Oh nein, ich habe Suka gewählt. Nein, mit Suka am Anfang ist er super räudig. Wir können gleich auch mal gucken, welche Missionen wir haben. Da können wir die ja mal parallel abarbeiten. Ja, genau, hier mich. Ah. So, ey, haben wir schon mal? Hey, Bill. Ich glaube, ich muss auf B gehen. Ob sich bauen schon lohnt? Ich bin so raus, ich bin so eingerostet. Medi-Launcher lohnt sich safe. Level 11er Medi-Launcher. Da sehe ich uns. Sonst hielt mich ja keiner. Ah, da kommt ein Mortarbike. Das ist gut. Ich habe eine Super. Bin effektiv. So, Shield ist da. Was spawnt der? Ach, guck mal, der spawnt so Schild, glaube ich. Das ist auch neu.
der spawnt auch noch Leben. Der schießt nicht nur, das ist ja mega nice. Okay, das gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Junge, ich mach hier. Ich hau hier alles weg. Noch keiner gestorben. Ich muss aber gleich mal ein bisschen pushen gehen. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Wo ist der Beetle Launcher? Boah, die pushen mich, die pushen mich, die pushen mich. Boah, shit, da kommt ein Panzer. Ich geh auch einen Panzer. So, wie du mir, so ich dir. B neutralized. Oh, B neutralized, ich geh zu B. Obwohl, hier ist gerade Party, hier ist gerade richtig Party. So, ich fahr bei B rein. In 10 Sekunden haben wir es schon. Und ich bin nicht einmal gestorben. Der Profi. Herrliche Runde. Herrlich. Und 3000 XP, sogar mehr als die Runde gerade. Ich sag's euch, ich krieg den Pass noch durch heute. Ja, meine Freunde, mein erster Eindruck von dem Update ist durchaus positiv. Echt überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass es so cool ist. Echt viele neue Sachen. Das mit dem Upgrades der ganzen Gebäude und sowas. Mega, mega cool. Ich habe schon Bock reinzugehen. Ich versuche mich jetzt definitiv hochzuleveln in den nächsten Wochen. Ich habe gerade nämlich auch nicht so viel anderes zu tun. Clash Mini, Highlighter ist ein bisschen anstrengend. Habe ich auch keine Lust mehr, so viele Stunden am Tag zu zocken. Deswegen kommt mir das gelegen. Ich versuche auf Level 52 zu kommen. Werde jetzt auch noch mal ein paar Stunden reingehen. Und spätestens zur neuen Season in ein paar Tagen gibt es dann das nächste Boom Beach Fortnite Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.